bin voll nervös. Nee, nicht wirklich. Ja, was sag ich denn da jetzt? Mein Name. Okay. Dominik Klein. Ups. Bayern kann Handball. 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 Bayern, 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 Bayern kann Handball. Viel Spaß! Also wir starten mit dem Aufwärmen mit der Coordination Chart. Die könnt ihr auch herunterladen auf der Webseite. Du siehst darauf jetzt Vierecke. Es sind erstmal nur die Vierecke interessant. Wenn das Viereck links von der Linie ist, dann linkes Bein hochnehmen. Viereck rechts von der Linie, rechtes Bein hochnehmen. Wenn das Viereck die Linie berührt, dann kurz in die Hocke. Das Ganze noch nicht maximal runter in die Hocke. Das ist erstmal nur das Aufwärmen. Wir machen eine Minute. Und das geht, du gehst hier durch, wie lesen, schaust immer, wo ist das Viereck von der Linie. Und wenn du hier unten angekommen bist, wieder nach oben. Wir schauen mal, wie viele Durchgänge du in einer Minute schaffst. Es geht los. 3, 2, 1 und Start. Sehr gut. Jawohl. Ja, Hälfte hast du geschafft. Jawohl, kurze Pause. Wir gehen gleich weiter, nehmen jetzt den Ball dazu. Der Ball ist jetzt für die Hände. Wenn der Ball rechts von der Linie ist, nimmst du die Hand auf den rechten Oberschenkel, Ball links von der Linie auf den linken Oberschenkel. Und wenn der Ball die Linie berührt, einmal vorne klatschen. Wir machen erstmal, dass du immer locker stehst und nur die Hände, also nur der Ball ist interessant. Eine Minute lang. Wir schauen mal, wie schnell du mit den Armen da durchkommst. Es geht los. 3, 2, 1 und Start. Mit der Chart muss man einfach die Augen mit reinnehmen in das Aufwärmen. Die Augen brauchen wir auch beim Handball, ganz, ganz wichtig. Und sofort interpretieren, was man da sieht und in eine Bewegung ummünzen. Sehr gut. Hälfte wieder geschafft. Und konzentriert bleiben. Okay. Wie weit bist du gekommen? Zweimal durch. Zweimal komplett durch? Ja. Bei den Beinen? Nur eineinhalb Mal. Eineinhalb Mal. Okay. Jetzt verbinden wir Arme mit Beine. Das heißt, du schaust immer, was macht das Viereck? Die Aktion für die Beine. Wo ist der Ball? Die Aktion für die Hände. Also, das ist, du kannst auch beides zusammen machen, wenn du es schaffst. Also möglichst schnell versuchen, beide Symbole zu verarbeiten und in eine Aktion umzumünzen. Eine Minute machen wir wieder, schauen jetzt, wie weit du kommst mit beiden Symbolen. Es geht los, 3, 2, 1, Start. Jawohl, sehr gut. Super. Also es ist egal, ob ihr die Aktion erst mit den Händen macht oder erst mit den Füßen oder ob ihr es gleichzeitig schafft. Einfach möglichst schnell das, was ihr seht, auch richtig interpretieren. Für eine Aktion. Ist gar nicht so einfach. Immer weitermachen. Fehler passieren, auch beim Handball passieren Fehler. Ja.
Jawohl, super. Und wie weit? Bis hier. Okay, einmal bis hier. Ja. Ja, also ist schon mal was ganz was anderes, wenn Arme und Beine sich koordinieren müssen. Jetzt werden wir ein bisschen aktiver. Es geht wieder nur um das Viereck. Ich habe hier Markierungen ausgelegt. Das könnt ihr auch zu Hause machen. Einfach irgendwas links, rechts und hinten. Wenn das Viereck links von der Linie ist, mit kleinen Side-Steps einmal hier um die linke Markierung rum. Wichtig, immer kleine Schritte. Dann wieder in der Mitte ankommen, schauen, was das nächste Symbol zeigt. Und dann wieder, also wenn das Viereck die Linie berührt, natürlich hinten rum mit kleinen Schritten. Wenn das Viereck rechts von der Linie ist, Side-Steps nach rechts mit kleinen Schritten. Wir machen wieder eine Minute, immer locker auf den Beinen, kleine Schritte. Es geht los, Start. Genau, immer im Blick die Karte, Augen spielen mit, sehr gut. Jawohl. Super, weiter so, immer kleine Schritte, locker auf den Beinen. Immer ein bisschen tief. Jawohl. Hälfte schon geschafft. Dranbleiben. Ja, immer um die Markierung rum. Schnelle Schritte. Die letzten 10 Sekunden nochmal probieren, Gas zu geben. Und letzte noch, 3, 2, 1, jawohl, sehr gut, gut gemacht. Und wie weit? Wäre es schon ein bisschen warm? Okay, wir nehmen den Ball dazu. Ball ist jetzt folgende Aktion, wenn der Ball links von der Linie ist, einmal schnell um die linke eigene Achse drehen. Wenn der Ball rechts von der Linie ist, einmal schnell um die rechte eigene Achse drehen. Wenn der Ball die Linie berührt, einmal kurz auf den Bauch legen. Wir nehmen das gleich zusammen, beide Dinge. Also schaust, was der Ball macht, machst die Aktion für den Ball. Dann schauen, wo das Viereck ist, machst die Aktion für das Viereck. Eine Minute, also ist doch recht lang. Versuch in den Rhythmus zu kommen, nicht zu schnell. Es ist noch das Aufwärmen. 3, 2, 1 und los. Ja. Immer sofort wieder orientieren. Wo wart ihr auf der Karte? Was ist die nächste Aktion? Sehr gut. Spitze. Dranbleiben. Hälfte ist rum. Und die letzten 10 Sekunden nochmal umsetzen. Letzte schaffst du noch. Ein Symbol. Ja, sehr gut. Kurz durchatmen. Wir machen den letzten Durchgang. Denk langsam, seid ihr dann auch schon warm zu Hause. Die Markierung ein bisschen näher ran. Die hintere braucht man nicht mehr. Wir werden ein bisschen handballspezifischer. Es geht um Körpertäuschungen, aber also du bleibst in der Mitte. Wir schauen wieder auf das Viereck. Wenn das Viereck links von der Linie, einmal nach links außerhalb der Markierung springen, wieder zurück in die Mitte, schauen, was das nächste macht. Viereck rechts von der Linie, einmal nach rechts springen und wieder in die Mitte. Und Viereck berührt die Linie, einmal zum Blocksprung hochspringen. Ja. Wir machen ein bisschen kürzer, weil die Belastung jetzt höher wird als am Anfang. Wir machen 30 Sekunden und richtig versuchen, schnell raus, wieder rein. Nächstes Symbol. Es geht los. 3, 2, 1. Super, sehr gut. Jawohl. Genau, das sieht schon nach Handball aus. Spitze.
Super, geschafft, sehr gut. Jetzt darfst du den Ball dazu nehmen. Wir machen erstmal nur den Ball, verknüpfen das dann später mit der Aktion für die Beine, die wir eben gemacht haben. Wenn der Ball rechts von der Linie ist, gibst du ihn von der rechten in die linke Hand hinterm Rücken. Wenn der Ball links von der Linie ist, von links nach rechts hinterm Rücken. Und wenn der Ball die Linie berührt, machst du eine Passtäuschung oder Wurftäuschung. Erstmal natürlich noch nicht voll durchziehen. Es geht nur um die Bewegung, ist noch das Aufwärmen. Auch wieder 30 Sekunden und locker auf den Beinen immer auch. Es geht los, Start. Genau, immer schauen. Am besten schon vorausschauen, was du als nächstes machen musst. Sehr gut, Spitze. Klasse. Und geschafft. Ja, letzte Runde ist, dass wir Viereck und Ball wieder zusammennehmen. Ihr wisst noch, Viereck war Sprung nach links und wieder zurück. Viereck rechts war Sprung nach rechts und wieder zurück. Viereck berührt die Linie, ein Blocksprung und davor die Aktion für den Ball machen. 30 Sekunden, Start jetzt. Wieder orientieren, Fehler macht nichts, immer irgendwo wieder anfangen. Genau, sehr gut. Jawohl, gut gemacht. Und bist du warm? Ja. Gut, Kopf ist auch dabei? Ja. Jawohl. Super, dann starten wir mit Rumpfstabilisation. Ihr dürft euch eine kleine Strecke markieren. So 2-3 Meter. Es geht auch kleiner, wenn ihr nicht genügend Platz habt. Und wir starten hier bei der Markierung. Du darfst mal in Vierfüßlerstand gehen. Jawohl. Und dann legt ihr euch eine Flasche oder eine Black Roll auf den Rücken. Die soll da immer bleiben, also Rücken recht gerade halten, die Knie leicht abheben. Und jetzt so einmal nach vorne zur Markierung laufen. Ja, Spitze. Achtung, vielleicht probieren wir erstmal so. Rolle ausbalancieren. Richtig stabil im Rumpf. Super. Klappt. Ja, dann wieder draufladen. Ich helfe dir. Dann kurz Pause machen, kurz absetzen und der Rückweg dann rückwärts. Wieder euren Gegenstand auf den Rücken platzieren. Ganz gerade im Rumpf bleiben. Wenn ihr niemanden habt, der den drauflegen könnt und ihr das nicht schafft, selber draufzulegen, dann könnt ihr das natürlich auch ohne Gegenstand machen. Aber der Gegenstand gibt einfach gutes Feedback, ob der Rücken auch richtig, richtig gerade gehalten wird bei der Übung. Jawohl, sehr gut. Dann darfst du einmal Richtung Kopf in diese Richtung. Jetzt seitlich die Bewegung. Wieder den Gegenstand drauflegen, Knie leicht abheben. Und jetzt nach links wandern. Super. Okay, ich lege ihn dir wieder drauf. Unterer Rücken. Super. Achtung.
Okay, kurz Pause machen, durchatmen und wenn du wieder bereit bist, nach rechts wandern. Ja, Basti macht es richtig gut. Schöne kleine Schritte, sehr stabil. Jawohl. So, kurz durchatmen, kurz lockern. Wir machen noch von jeder Variante einen Durchgang. Ja. Also einmal vor und zurück einen Durchgang und dann nochmal seitlich. Ja, jetzt richtig gut. Bisschen darf sich die Rolle bewegen, aber bleibt gut auf dem Rücken. Einmal frei, kurze Pause machen. Und dann geht es nochmal rückwärts zurück. Bisschen noch bis zum Schluss kämpfen. Klasse, super gemacht. Gut, wieder kurz lockern, Arme ausschütteln, bevor es seitlich geht. So, weiter geht's. Wir haben jetzt einen Abstand von so 3 Meter. Wenn ihr zu Hause ein bisschen kürzeren Abstand macht, dann könnt ihr 3 Durchgänge machen. Beim Basti reichen jetzt 2. Ja. Ah. Macht nichts. Genau. Auch wenn es anstrengend wird, nicht zu schnell werden. Schaffst du noch. Immer stabil bleiben. Sehr gut. Am Ende dürft ihr kurz Pause machen. Und dann geht es noch einmal zurück. Genau. Jetzt wieder richtig gut. Ganz kleine Schritte. Man will zwar vorankommen, möglichst schnell, aber das hat oft keinen Wert, weil der Rumpf dann zu viel bewegt. Und das ist ja unser Ziel, dass der Rumpf stabil gehalten wird. Bisschen noch, gleich geschafft. Weiter klein. Ach, mach nichts. Wieder Arme ausschütteln, Beine ausschütteln. Und dann geht's in die Position, also in die Brücke. Immer auch wieder. Erstmal, dass die Beine in die Richtung zeigen. So, wir probieren mal, den Ball auf den Bauch legen, kannst du selber machen. Versuchen, den da zu halten, auszubalancieren. Ball ist schwierig, nehmen wir die Rolle. Je nachdem, was ihr für einen Ball zu Hause habt, vielleicht funktioniert es. Schauen, dass die Rolle oder die Flasche, was ihr euch immer drauflegt, nicht runterfällt. Probier trotzdem möglichst hoch das Becken. Probieren wir nochmal. Möglichst hoch. Bauch anspannen. Jawohl. Gut, kurze Pause hier. Arme sind ganz schön am Arbeiten. Nochmal zurückwandern.
bisschen noch. Ein paar Zentimeter. Ja. Angekommen. Wir machen noch seitlich nochmal die Arme auslockern, ohne Gegenstand. Einfach, weil man mit Gegenstand dazu neigt, dass man so ein bisschen in eine Hängebrücke geht, um den da oben zu halten. Versuch mal seitlich und dass du den Rumpf aber wirklich immer maximal nach oben hast. Also das, hier das Becken soll fast der höchste Punkt sein quasi. Und rüber wandern. Ja, stark. Kämpfen. Immer schön die Beine, Becken nach oben drücken. Okay, kurze Pause angekommen. Lockern die Arme. Und dann geht es nochmal in die andere Richtung. Kleine Schritte nachziehen. Ja, bisschen noch weiter. Und zack. Super, gut. Lockern die Arme. Schaffst du noch einen Durchgang? Ja. Vorwärts, rückwärts. Die Arme machen da am meisten. Das ist am schwierigsten für die Arme. Ja. Okay. Da merkt man erstmal, wie anstrengend es ist mit eigenem Körpergewicht, was? Ja. Braucht man noch nicht mal irgendein Gewicht. Genau, nochmal richtig schön auslockern und dann nochmal einen Durchgang vor und zurück. 3 Meter ist unsere Strecke. Das ist natürlich schon lang. Zu Hause, wenn ihr weniger habt, wie gesagt, dann vielleicht noch einen dritten Durchgang versuchen. Jawohl, Spitze, gut gemacht, das geht schneller als seitlich. Jawohl, paar Zentimeter noch, gleich bist du angekommen, ja. Angekommen, super. Letzte Runde, dann hast du das Anstrengendste, glaube ich, schon geschafft. Na, der Zirkel wird auch noch mal. So, also noch mal ordentlich die Arme ausschütteln. Zweite Runde seitlich. Zweite und letzte Runde bei unserer Strecke. Immer das Becken möglichst zur Decke halten, dass ihr keine Hängebrücke habt zu Hause. Ja, super. Kleine Schritte seitlich und kurz absetzen immer. Könnt ihr gerne die Hände auch ausschütteln. Damit trainiert ihr auch eure Handgelenke natürlich. Arme und Beine müssen arbeiten und der Rumpf stabil. Jawohl. So, letzten Zentimeter und gut gemacht. Sehr gut. Kurz lockern. Wir machen einen Stabi weiter. Die erste Übung, du brauchst einen Ball dazu. Den haben wir gesagt, glaube ich. Seitstütz. Du darfst einfach hier in den Seitstütz mal gehen. Dann gehen wir alle Übungen einmal durch. Und die Varianten. Also auf den Unterarm stützen, richtig hoch. Du hältst den Ball nach vorne fest in der Hand. Drehst zur Decke und schaust auch immer den Ball nach, so weit wie du kannst. Und dann hinterm Rücken droppen lassen. Wieder vorne nehmen, nach oben, zack, und hinterm Rücken. Sehr gut. Genau, das ist die erste Übung. Wir machen im ersten Durchgang 40 Sekunden, in der zweiten Runde 30 Sekunden und dann nur noch 20 Sekunden pro Übung. Erste Übung ist Seitstütz links, dann Seitstütz rechts, 40 Sekunden. Die zweite Übung ist eine Bauchübung. Ich mache den mal vor mit dem Ball, dazu auf den Rücken legen. Und diesen Ball, du brauchst immer einen Ball für die Übung,
zwischen Unterarm und rechten Bein. Also rechter Unterarm, rechtes Bein. Nicht Ellenbogen, sondern Unterarm. Vielleicht drehst du dich so hin, dass die das auch sehen in der Kamera. Genau. Und jetzt die andere Seite auch mal hochziehen, linkes Bein hoch. Hier immer dagegen drücken, Spannung halten, merkst du schon den Bauch. Und linke Seite wird lang, Arm und Bein, so wie der untere Rücken noch Kontakt halten kann. Und dann wieder ranziehen. Genau. Also hier immer drücken, linke Seite bewegt. Nur so weit das Bein nach unten strecken, wie du hier, ja, genau, Kontakt halten kannst. Atmen nicht vergessen. Genau, kurz Pause. Das machen wir. Erste Runde 40 Sekunden auf Ball rechts eingeklemmt, 40 Sekunden Ball links eingeklemmt. Immer kurze Pause dazwischen zum Wechseln. Dann in die Liegestützposition. Und zwar eine Hand auf dem Ball. Jawohl. Und dann eine Liegestütz machen. Sehr gut. Dann den Ball diagonal zum linken Fuß jetzt rollen oder geben. Ganz egal. Stoppen. Und dann einmal das rechte Bein abheben. Und wenn du schaffst, auch noch mal einmal runter. Und dann wieder absetzen, den Ball nach vorne zur Hand. Wieder hier eine Liegestütz. Machen wir 40 Sekunden. Diagonal rechte Hand, linkes Bein. Dann kurz Pause, 40 Sekunden die andere Richtung. Wenn das zu schwierig ist für euch, wenn ihr kämpfen müsst mit der Stützposition, dann einfach immer probieren, einmal nur halten und den Ball diagonal immer zu rollen. Sage ich dann aber auch nochmal dazu. Und die letzte Übung ist auf den Bauch legen. Füße richtig einstemmen, den Ball über Kopf, Oberkörper versuchen, soweit es geht, abzuheben vom Boden. Genau, und den Ball immer unten rumgeben. Und wieder nach oben. Dabei versuchen, mit den Füßen immer Kontakt zu halten. Genau. Machen wir 40 Sekunden in die eine Richtung geben, dann kurz lockern. Und dann probieren wir nochmal 40 Sekunden. Wie gesagt, die erste Runde ist von der Zeit ein bisschen länger. Ihr dürft euch auch kurz Pause holen, aber versucht dann möglichst schnell wieder reinzukommen. Ist schon eine Belastung. Dann machen wir Pause, dann wird es kürzer von der Zeit, nur 30 Sekunden. Und die letzte Runde, wo ihr natürlich dann schon vorbelastet seid, aber dann mit 20 Sekunden. Also wir starten mit dem Seitstütz. Bist du bereit? Ja. Dann Seitstütz links, 40 Sekunden lang. Immer den Ball so lang es geht, hinterher schauen. Es geht los, Start. Genau, und aufdrehen, trocken lassen. Basti stützt auch ganz, ganz schön. Also versuchen, wie eine Linie, wie in einer Linie zu sein. Wenn ihr noch mehr braucht, noch mehr Belastung, könnt ihr natürlich das obere Bein abheben. Das ist aber dann schon ganz schön intensiv, weil ihr müsst bedenken, es geht ja auch eine Zeit lang. Genau, gleich schon geschafft. Noch 5 Sekunden habt ihr. Sehr gut. 3, 2, 1, Pause. Kurz absetzen, ausschütteln, Seite wechseln. In 5 Sekunden geht es weiter. 3, 2, 1, Seitstütz rechte Seite. Eine Linie bilden. Ganz gut. Genau. Und die letzten 10 Sekunden auch wieder. Nochmal probieren, richtig stabil, Bauch anspannen und Pause. Arme ausschütteln. Die nächste Übung ist für die Bauchmuskulatur. Auf den Rücken legen. Ball dann zwischen Unterarm und Oberschenkel einklemmen. Immer Druck gegen den Ball, als ob ihr die Luft rauspressen wollt. Und dann die freie Seite schön langsam bewegen. Wenn du bereit bist, es geht los.
Genau, schön langsam bewegen, unteren Rücken, wirklich drauf achten. Kopf nach oben. Genau, sehr schön. Durchhalten. Wenn es zu schwierig ist, dann probieren einfach oben zu halten, immer den Druck gegen den Ball. Kämpfen noch. Es geht noch 10 Sekunden, die letzten 10 schaffst du noch. Und 3, 2, 1, Pause. Kurz durchatmen. Dann andere Seite. Genau, sehr schön. Also Ball in der rechten, Unterarm, rechten Oberschenkel einklemmen und es geht schon los. 40 Sekunden, schön langsam bewegen, Arm und Bein streckt und hier immer Druck. Super, super, ganz gut. Geht in die letzten 10 Sekunden. Jawohl, du schaffst es. 3, 2, 1, klasse. Pause, Pause. Dann die Liegestützvariation. Also Ball ist unter der rechten Hand, einmal in die Stützposition und es geht los, 40 Sekunden eine Liegestütz machen. Dann den Ball diagonal zum linken Bein, versuchen einmal nur über das Bein zu stützen, wenn es möglich ist, auch nochmal runter, super stark macht es der Bassi. Und dann wieder nach vorne rollen zur Hand. Wenn es euch zu schwer ist, wenn ein Bein in der Luft ist, eine Liegestützposition zu machen, also einen Liegestütz zu machen, dann einfach nur die Position versuchen zu halten, kurz das andere Bein abheben. Wenn ihr so fit seid wie der Bassi, hopp, dann könnt ihr auch einmal runtergehen. Ja, richtig klasse, super gut, stark. Schon geschafft. Ausschütteln. Super. Dann kommt die andere Seite. Noch 3 Sekunden Pause. 2, 1, los geht's. Linke Hand, Liegestütz, rüberrollen, nach unten den Ball. Einmal das Bein abheben, stabil stützen oder wie der Basti auch noch in den Stütz runtergehen. Jawohl, die letzten 5 Sekunden, noch einmal hochstützen, stabil, oh, fast und geschafft. Gut, lockern, dann kommt die letzte Übung für den Rücken. Auf den Bauch legen, Füße einstemmen. Es geht los in 3, 2, 1 und Start. Ball möglichst langsam, Oberkörper möglichst hoch, genau. Schön langsam die Übung, Füße immer auf dem Boden halten. Ganz gut, Spitze. Jawohl. Und 3 Sekunden, dann ist kurz Pause und Pause. Ablegen alles, kurz entspannen. In 10 Sekunden dann den Ball in die andere Richtung geben. 3, 2, 1. Letzter Durchgang für die Runde im Zirkel. Dann habt ihr die anstrengendste Runde, die längste Runde schon hinter euch gebracht. Immer noch mal probieren, ein bisschen hochzukommen. Ja, super. Denkt dran, dass die Füße am Boden bleiben. Zehen immer Kontakt halten.
kämpfen nochmal. Es geht wirklich in den Endspurt. Noch 5 Sekunden, noch einmal. Oberkörper hoch. Okay, geschafft. Lockern. Sehr gut. Alles lockern, durchatmen. Eine Minute Pause, bevor es in die zweite Runde geht. Und ihr wisst, da machen wir ein bisschen weniger Zeit. 30 Sekunden Belastung. Aber ihr seid natürlich auch schon vorbelastet jetzt. Könnt auch gerne einen Schluck trinken. Wirklich aktiv lockern, ein bisschen rumlaufen, auf die Atmung konzentrieren. Das ist auch immer wichtig während den Übungen, dass ihr nicht den Atem anhaltet. Und du kannst dann schon langsam in die Position gehen. Wir starten wieder mit Seitstütz. 30 Sekunden. So, und es geht los. Bereit? Alles noch gut? Dann start jetzt. 30 Sekunden, ihr werdet sehen, die 10 Sekunden tun euch gut. Jawohl, aber die 30 Sekunden richtig stabil bleiben. Basti macht es genau richtig vor. Eine Linie, wie vorhin schon gesagt, theoretisch das obere Bein abheben. Das versuchen wir in der letzten Runde. Und geschafft. Gut, Seite wechseln. 10 Sekunden immer Pause zwischen den Übungen. Und dann geht es weiter in 3, 2, 1. Seitstütz rechts. Schön stabil. Jawohl, 3 Sekunden noch. Und Pause. Ausschütteln die Arme. Wir gehen dann zur Bauchübung. 30 Sekunden. Einklemmen, richtig Kopf abheben bei der Übung und es geht schon los. Ball immer zusammendrücken. Schauen, dass der ganze Rücken, vor allem der untere Rücken, immer Kontakt hält. Schön langsam Arm und Bein strecken. Super gut. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Seite wechseln. Bisschen Pause. Und dann geht es schon weiter. Andere Seite, rechte Seite klemmt den Ball ein, linke Seite streckt. Super stark, Kopf ist abgehoben, denkt daran. Und 3, 2, 1 und Pause. Lockern. Es geht zur Liegestützübung. Und es geht schon los. Auf der rechten Hand stützen. 30 Sekunden. Eine Liegestütz, dann den Ball runter zum Fuß. Versuchen einmal das andere Bein abheben. Oder wie der Basti, dann auch noch eine Liegestütz machen. Das ist dann schon die Variante für die Profis. Ja, stark, super. Gleich schon geschafft. Und Pause. Gut, lockern die Arme.
geht schon in 10 Sekunden weiter mit der anderen Seite. Und los geht's. Genau, und Bein abheben. Jawohl, sehr gut. Und Pause, geschafft. Es kommt noch die Übung für den Rücken. Nochmal kämpfen. 30 Sekunden, es geht los, Start. Immer versuchen, möglichst hoch den Rücken zu halten, den Oberkörper möglichst weit weg vom Boden. Ganz super. Versuchen, möglichst ohne Schwung. 3, 2, 1 und Pause. Und dann geht's nochmal weiter. Zweite Runde, letzte Übung ist das von dem zweiten Durchgang. Ganz gut, nochmal durchhalten. Und 3, 2, 1 und eine Minute Pause. Lockern, trinken einen Schluck zu Hause. Dann kommt der letzte Durchgang. Nochmal alle Übungen, diesmal wieder ein bisschen weniger Belastungszeit, 20 Sekunden. Und dann kommen wir schon zum Abschluss, zum Cooldown. Wirklich aktiv lockern, am besten nicht stehen bleiben. Schultern kreisen, ein bisschen in Bewegung bleiben locker. So. Also dann könnt ihr schon wieder in die Position gehen. Wir starten wieder mit Zeitstütz. 20 Sekunden diesmal. Wenn es euch noch super gut geht und ihr noch eine Steigerung braucht, gerne das Bein dazu abheben. Und es geht los jetzt. Jawohl, der Basti zeigt es euch. Ein Bein hoch. Stabil bleiben, weiterhin im Rumpf eine Linie. Becken immer nach vorne halten. Und Pause, schon geschafft. Seite wechseln, 20 Sekunden gehen deutlich schneller vorbei. Mit der Vorbelastung langt es und weiter geht's. Genau, stabil bleiben, Becken vorne halten. Voilà, ich helfe. Ja, Pause. Dann die Bauchübung. Ball einklemmen und es geht los. Arm und Bein langsam strecken, unterer Rücken hält Kontakt. Ball immer so gut es geht zusammenpressen. Und Pause. Deutlich angenehmer die 20 Sekunden, gell? Ja. Und weiter geht's. Drei, zwei, eins. Sehr gut. Dann kommen wir zur Liegestützübung. Der letzte Durchgang geht schnell.
Und es geht schon weiter. Los geht's. Ball diagonal rollen. Entweder nur einmal probieren, das andere Bein abzuheben oder wie der Basti auch noch eine Liegestütz machen. Und 3, 2, 1, Pause. 10 Sekunden, kurz die Arme lockern. Und dann andere Seite. Los geht's. Sehr gut. Noch 3 Sekunden. Einmal schaffst du noch. Spitze, klasse, gut. Und wir kommen schon zur Rückenübung. Diesmal auch mit 20 Sekunden Belastung. 10 immer im Boden drücken. Los geht's. Versuchen möglichst ohne Schwung. Oberkörper so weit es geht abheben. Sehr stark. Die letzten Sekunden von dem Zirkel. 3, 2, 1, kurz Pause. 10 Sekunden durchschnaufen, dann den Ball in die andere Richtung geben. Die letzten 20 Sekunden starten jetzt. Nochmal kämpfen zum Abschluss. Jawohl, 3, 2, 1 und geschafft. Gut. Lockern, ausschütteln. Wir machen einen Cooldown zur Regeneration. Ball darfst du zur Seite legen. Einmal probieren, die Hände einfach nur zu greifen, ganz, ganz locker. Dabei einmal den Fuß auch mitnehmen, rechten Fuß, genau. Dann Richtungswechsel, Hand und Fuß. Sehr gut. Dann mal das andere Bein, anderen Fuß, die Hände kreisen weiter. Dann in die andere Richtung, auch den Fuß. Versuchen auch möglichst weit den Fuß zu kreisen. Schön das Sprunggelenk, große Kreise. Okay. Sehr gut, lockern alles. Dann machen wir was für den Rücken. Einmal mit der Hand nach rechts wandern, soweit es geht. Dann mit der Hand nach links wandern, soweit es geht, am Oberschenkel entlang. Schau mal, wie weit kommst du runter, vielleicht übers Knie. Immer versuchen, einen Zentimeter weiter zu kommen noch. Noch 3 Mal zu jeder Seite. Okay, super. Lockern wieder. Dann dürft ihr nach unten wandern, soweit es geht. Ein bisschen locker die Hände baumeln lassen. Zu einer Seite wandern. Am besten am Bein entlang und dann wieder aufrichten. Dann wieder nach unten, dann zur anderen Seite wandern, soweit es geht, drehen und aufrichten an der Seite. Sehr gut und aufrichten. Genau. Und nochmal jede Seite einmal. Schön nach unten, schön locker. Jawohl. Okay, spitze. Dann einmal den Kopf nach rechts neigen, dann das Kinn nach vorne fallen lassen. Ganz langsam versuchen, so einen Halbkreis zu zeichnen. Erstmal immer rechts rum. Sehr gut.
und in die andere Richtung nach links starten. Ihr dürft ruhig eine Dehnung spüren dann in der Halsmuskulatur. Jawohl, super. So, dann in den Vierfüßlerstand und jetzt den Rücken immer richtig zur Decke bewegen, richtig runden Rücken machen, dabei, wie der Basti es ganz richtig macht, zu den Knien schauen und dann die andere Richtung mal richtig durchdrücken, quasi so ein Pferderücken und da versuchen auch möglichst weit zur Decke schauen. Genau, und immer im Wechsel, gar nicht lange in einer Position. Einmal richtig rund werden, richtig zur Decke, die Wirbelsäule schön bewegen. Dabei mal die Atmung mitnehmen. Atmung ist zum Regenerieren ganz, ganz wichtig. Für den Sauerstoffaustausch, für den Stoffwechsel. Und zwar mal einatmen und dabei zur Decke schauen und durchdrücken. Und bei der Ausatmung einen runden Rücken machen. Einfach in eurem Atemrhythmus und probieren, möglichst lange auszuatmen. Fast doppelt so lang ausatmen wie einatmen. Wenn es geht, auch durch die Nase ein, durch den Mund aus. Jawohl. Und einmal noch ausatmen, schön lange. Jawohl, gut. Dann bleiben wir noch im Vierfüßlerstand. Jetzt darfst du probieren, den Rumpf hier einmal nach rechts, soweit es geht, zu schieben und dann nach links. Genau. Also du bleibst in der Ebene und versuchst alles, soweit es geht, nach rechts zu schieben und nach links zu schieben. Dabei vor allem hier der Bereich zu mir rausschieben, der Rippenbereich, genau. Der geht am weitesten raus. Becken und Schultergürtel bleiben möglichst mittig. Gar nicht so einfach. Bisschen koordinativ, quasi wie shiften. Jetzt kommst du langsam rein, sehr gut. Also nach rechts und nach links bewegen. Ganz gut, jetzt hast du es. Jawohl. Okay. Und zum Abschluss, zum Dehnen auch von der hinteren Kette und vom Rücken einmal nach oben, die Beine durchstrecken und versuchen, die Fersen Richtung Boden zu drücken und hier mit den Händen nach hinten schieben, Kopf zwischen die Schultern bringen, zwischen die Oberarme. Versuch dich hier richtig nach hinten zu drücken. Spürst schon eine Dehnung, oder? Jawohl, also jeder, so wie er beweglich ist, man soll eine Spannung hinten in der Beinmuskulatur spüren. Wenn es geht, hier ein bisschen weiter. Knie kannst du mal ein bisschen beugen. Dafür hier, nicht nach hinten laufen, sondern hier durchdrücken. Ja, genau. Knie beugen ein bisschen und dann da durchdrücken. Jawohl. Dann ein bisschen raus aus der Bewegung. Wieder kurz absetzen. Wir machen noch zweimal. Einmal nach oben schieben, Beine strecken. Jetzt erstmal probieren, hier die Fersen immer vielleicht auch abwechselnd Richtung Boden. Genau, dass immer eine Seite gedehnt wird. Dann beide Fersen Richtung Boden und jetzt versuchen, hier noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ja, sehr gut für den Rücken. Und nochmal ablegen. Und dann noch einen dritten Durchgang. Nochmal nach oben schieben. Richtig
Genau, abwechselnd, einmal linkes Bein, einmal rechtes Bein strecken. Solltet immer dann eine Dehnung spüren hinten. Und dann durchschieben. Hier versuchen möglichst strecken den Rücken jetzt. Da dürfen die Knie jetzt ein bisschen beugen. Und gut gemacht. Geschafft. Sehr stark. Bayern kann Handball. 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 Handball.